Herzlich willkommen zu diesem Kraftwerk. Als der Schriftsteller Robert Stevenson, der Autor von Die Schatzinsel, als er noch ein Kind war, kam seine Nanny am Abend in sein Zimmer, um ihn ins Bett zu bringen. Sie fand den Jungen, wie er vor dem Fenster stand und angestrengt auf die Straße blickte. Sie rief ihn, ins Bett zu kommen, aber er blieb regungslos am Fenster stehen und starrte in die Dunkelheit. Also ging die Nanny zu ihm hin und sagte, was siehst du da so Interessantes? Ein Mann hatte begonnen, auf der Straße die Gaslaternen eine nach der anderen anzuzünden. Der kleine Robert sagte, schau Nanny, ich schau dem Mann zu, wie er ein Loch nach dem anderen in die Dunkelheit brennt. Was für ein Satz. Ich bin manchmal ehrlicherweise entmutigt, wenn ich in die Finsternis unserer Welt schaue und den religiösen und moralischen Niedergang in unserer Gesellschaft wahrnehme. Aber diese Geschichte erinnert mich daran, dass ich vielleicht nicht die ganze Welt ändern kann, wohl aber Löcher in die Dunkelheit schneiden kann. Jesus, er ist das Licht der Welt. Er wurde in einem dunklen Stall in einer finsteren Zeit geboren, aber er brachte das Licht, die Hoffnung und die Freude in die Welt zurück. Und heute, über 2000 Jahre später, scheint das Licht des Evangeliums überall auf dem gesamten Erdboden. Und du und ich, wir sind auch gerufen, Licht der Welt zu sein, in Gottes Namen zu leuchten. Und auch wir sollen Löcher in die Dunkelheit schneiden. Von Franz von Assisi gibt es dieses kleine Gebet, wo es heißt, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum vorherrscht, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt, dass ich das Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Lass dein Licht heute leuchten. Bring Freude und Hoffnung, wo immer du hingehst. Bring das Licht zu denen, die im Finsteren sitzen. Schneide Löcher der Liebe in die Dunkelheit dieser Welt. Sei mächtig gesegnet heute. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.